Wir gucken uns also heute das Gelände an von den Kleingärten, von den 314 Kleingärten, die schon platt gemacht wurden. Die wurden zum 30. November rechtswidrig gekündigt. Daneben befinden sich auch Kleingärten, die noch genutzt werden, direkt in der Nachbarschaft. Man wird dann deutlich sehen, dass die Kleingärten, die gekündigt sind, dass da eben halt schon alles kaputt gemacht worden ist, dass da Vandalismus ist, dass da Bäume sozusagen oft mit ganz merkwürdigen Methoden kaputt gemacht wurden, dass teilweise Lauben sogar abgefackelt wurden. Und direkt auf der anderen Seite vom Weg befinden sich halt Kleingärten, wo die Gärtner Angst haben, dass sie auch sozusagen vom Vandalismus heimgesucht werden. Also man sieht dann eben halt auch Schilder und so weiter. Wir gucken uns das alle an. Es ist halt tatsächlich so, dass diese 12,5 Hektar Kleingartenfläche eine große Artenvielfalt aufweisen, was auch schön en Detail niedergelegt wurde, aber natürlich auch nur bei den Tieren, die schützenswert sind nach EU-Vogelschutzlinie oder nach FFH, also Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Alle anderen, wie Kleinsäuger, Eichhörnchen, werden da natürlich nicht erfasst, sondern eben nur diese schützenswerten. Das sind halt alle Vogelarten, bis auf die Stadttaube. Allein in diesem Gebiet gibt es 35 Vogelarten. Und genau auch hier in diesem Kleingarten, auch die meisten tatsächlich, zum Beispiel der Pirol als gefährdete Art, brütet hier. Die Haubenlerche mag es gerne auf diesem Güterbahnhof-Areal. Und diese Ruderalflächen, die wir hier auch haben, also das ist ja schon halt auch so ein bisschen so ein Gebiet gewesen, was nicht komplett genutzt wurde, sondern es gab auch so ein paar kleine Brachflächen. Da fühlt sich die Zauneidechse wohl. Es gibt hier 24 Laichgewässer. Ich habe gerade gesehen, in diesem Laichgewässer, was ja eigentlich ja geschützt sein müsste, da ist eben eine Kröte. In diesem ganzen Müll finde das schon ziemlich schockierend, weil ich halt finde, und das muss ich halt auch nochmal prüfen, dass dieser Artenschutz ja nicht nur gelten darf, wenn die Baumaßnahmen beginnen, also dann würde man die Zaunadechsen eisern, man würde den Laich einsammeln, sondern es müsste doch auch in der Zeit, wo das Gelände stilllegt, greifen. Und es kann ja nicht sein, dass hier zur Brut- und Vegetationszeit, man sieht ja noch, der Baum ist frisch entwurzelt, Bäume gefällt werden. Hier findet starker Baumfrevel statt, der nicht zu erklären ist. Bäume werden abgefackelt mit Nistkästen dran. Und ich finde, dass da die Senatsverwaltung eigentlich in der Pflicht gewesen wäre, dass, Entschuldigung, wenn sie es ja nun schon vorzeitig grundlos, wenn sie schon die Kleingärten vorzeitig grundlos gekündigt haben, wären sie in der Pflicht gewesen, meines Erachtens ab 1. Dezember das Areal zu schützen und nicht ein halbes Jahr zu warten, bis wir dieses Drama hier haben. Und ich finde es gerade auch eben unter dem Aspekt des Artenschutzes grob fahrlässig. Weil wenn das ein geschütztes Biotop ist, mit also auch ein intaktes Laichgewässer, man würde es ja kaum glauben, aber ich habe es gerade gesehen, dann denke ich, hätte man da handeln müssen und das nicht so weit kommen lassen dürfen. Und das finde ich halt ziemlich schockierend. Also anders kann ich es eigentlich nicht sagen. Und ich denke, die Bilder sprechen für sich. Anscheinend scheint ja dieser Artenschutz nicht zu greifen, wenn Kleingärten gekündigt werden. Sie dürfen dann einfach verwahrlosen und sind dem Vandalismus ausgeliefert. Danke. Da war ja eigentlich nicht viel Grün, aber es hatte ja schon immer, finde ich, so einen bisschen schwierigen Charakter. Ich will jetzt noch mal ein paar Worte dazu sagen, wie es zu dieser Zerstörung gekommen ist. Entschuldigung. Zu diesem, man kann ja schon sagen, Schildbürger Streich, die Gärten einfach zu zerstören, obwohl noch gar nicht politisch entschieden ist, ob die Autobahn kommt oder nicht, und wir hoffen natürlich alle, dass sie nicht kommt und sind guter Hoffnung. Die Kündigung für die Autobahn, die kam Anfang 2010, kamen die raus, haben also die Kleingärtner die zugeschickt bekommen. Zu der Zeit haben eigentlich beide Regierungsparteien gegen die A100 gestimmt, also es war eigentlich auch eine Zeit, wo man nicht unbedingt
die ersten Schritte für die Autobahn hätte machen müssen. Also der SPD-Parteitag und der Parteitag der Linken haben sich eigentlich gegen die Autobahn ausgesprochen. Das Planfeststellungsverfahren, also der Planfeststellungsbeschluss lag damals nicht vor. Es gab keinen Grund eigentlich, die ersten Schritte einzuleiten. Und im Bundeskleingartengesetz steht auch eindeutig drin, dass wenn für ein Bundesprojekt, also für die Autobahn, gekündigt wird, muss der Planfeststellungsbeschluss vorlagen, der lag nicht vor, und es muss auch zeitnah gebaut werden. Und das lag ja auch nicht vor. Also es war klar, dass die mindestens noch ein, zwei Jahre hätte draufbleiben können zur damaligen Zeit. Gut, jetzt hat sich der SPD-Parteitag dann nochmal versammelt. Der war ja sowieso, aber da haben sie nochmal abgestimmt. Wovereit hat nochmal seinen Namen mit in die Waagschale geworfen und gesagt, wenn ihr hinter mir steht, dann stimmt für die 100. Dann wurde knapp für die 100 gestimmt jetzt. Also die Linken sind nach wie vor dagegen, die SPD dafür. Ja, es sind immer 314 Kleingärten. Also ihr habt ja alle diesen Plan hier, da sieht man es nochmal. Also es geht bis zur Sonnenallee und teilweise noch über die Sonnenallee drüber. Ich kann ja, also an sich ist es ja eigentlich rechtswidrig, dass sie gekündigt wurden laut Bundeskleingartengesetz. Es gab halt einen Deal zwischen dem Kleingartenverband Süden und dem Senat, dass eben doch gekündigt wird. Und der Kleingartenverband Süden hat die Unterschrift geleistet, warum auch immer, er hätte es nicht machen müssen. Und durch diese Unterschrift war es sozusagen sanktioniert. Also die Kleingärtner haben sich dann auch nicht getraut, dem zu widersprechen, weil in den Kündigungen auch drin stand, wenn sie nicht unterschreiben und dann erst später sozusagen zwangsgeräumt werden, dann müssen sie selber räumen. Also man muss sich mal diesen Schwachsinn vorstellen. Der Senat sagt, wir haben jetzt schon gekündigt, damit die Räumungskosten übernommen werden. Hätten wir den Planfeststellungsbeschluss abgewartet, dann hätten wir weniger, dann hätten sie selber zahlen müssen. Also es gibt ja das Bundeskleingartengesetz, da steht so drin, dass man natürlich warten muss, bis die Planung durch ist. Ja. Gut, jetzt ist ja Planfeststellungsbeschluss liegt jetzt vor, aber frühestens nach den nächsten Wahlen wird entschieden. Ne? Aber jetzt ist natürlich schon alles zerstört.